Glück auf, Freunde, und willkommen zum nächsten Video aus der Reihe Mountain Blade Warman Zuschauer Challenges. Wir starten hier direkt mal mit einer ganz klaren Niederlage, weil ich meine, 80 gegen 180, offensive Belagerung der Drops ist schon gelutscht, da habe ich überhaupt keine Chance eigentlich. Aber gut, ich gehe es an. Das Ganze wurde erstellt von Firemaster XXL und heißt Die Revolte der Swan. Auf geht's, oder was? Gut, wollen wir noch mal sehen, wie lange wir durchhalten? Wahrscheinlich nicht besonders lange. Wir werden schon niedergeschossen von den ganzen feindlichen Schützen, bevor wir überhaupt den Turm an Wall haben. Mein Gott, Walter. So viele feindliche Schützen ist eine Gemeinheit. Aua. Ich meine, wenn wir wirklich durchhalten, bis der Turm da ist, haben wir eine kleine Chance. Weil die Schützen halt nun mal nicht besonders gut im Nahkampf sind. Aber ich glaube nicht, dass wir so lange durchhalten. Ein paar Bolzen und die Schilde sind weg. Und dann sind unsere Leute nun mal freiwillig. So ist das. Ich könnte natürlich für ein bisschen Ablenkung sorgen, indem ich meine ganzen Bogenschützen hier vorne positioniere. Habe ich denn noch Schützen? Ich weiß es gar nicht. Viele dürfen es nicht mehr sein, denke ich. Na, ein paar sind es schon noch, gut. Jetzt tut halt irgendwas, ihr Schützen. Wofür bezahle ich euch? Ihr müsst treffen. Au, nicht mich. Ich glaube ja, wo es hackt. Nee, das wird sowas von der Niederlage. Überhaupt angenommen zu haben, dass ich vielleicht doch eine kleine Chance habe, war schon ziemlich dreist von mir, muss ich sagen. Aber wenigstens kriegen wir vielleicht doch noch den Turm hier ran. Die ganzen Schützen. Die machen es uns schwer. Macht mir das mal weg. Ah, ich drücke überall G, anstatt was zu nehmen. Was getroffen. Boah, und wurde getroffen. Verdammt. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viele von unseren Leuten überhaupt noch leben. 9 Leute haben wir getötet, 35 haben wir verloren. Ja, das ist schon relativ traurig, finde ich. Das ist traurig. Na, da hat sich der Sandro ja was einfallen lassen, Mensch. Blutiges Desaster heißt das. Und das klingt ziemlich lustig. Ich kämpfe mit Nordtruppen gegen Gesetzlose, die gesetzlosen Clan der Übermacht. Aber ich habe viel Infanterie und auch einige Schützen am Start. Aber ob ich damit gegen die Übermacht bestehen kann, bleibt noch abzuwarten. Wir starten das Ganze feuchtfröhlich. Und ich würde sagen, wir nehmen uns wieder die Hügel. Müssen wir nur ein bisschen hinmachen. Ich selbst bin auch ein Schütz, wie ihr seht. Ich habe hier den Staphros bekommen. So hieß der, glaube ich, ne? Ja. Und das heißt, ich bin Armbrustluder. Die Infanterie nach da. Die Schützen auf die Hügel. Und die dürfen auch ruhig was näher aneinander. So, die Infanterie, die kann schon mal zum Angriff schreiten. Das Schöne ist, die ganzen blöden Schützen von den Gesetzlosen kommen gerade vor. Dadurch können wir die als erstes platt machen. Ah, jetzt rückt die Infanterie schon nach. Die Welle an Infanteristen durch. Aber tapfer, wir kämpfen. Ich komme. Brauch gar nicht zu kommen. Hey. Hör sofort auf damit. Lass das. Gehst du weg. Da, daneben, du Luder. Aua. Aua.
Aber wieso treffe ich denn nicht? Ja, toll, den wollte ich haben. Ich glaube, wir werden gerade überrannt, hä? Nein? Oder siegen wir doch? Ich glaube, wir siegen. Sollten wir es echt geschafft haben, die ganzen Gesetzlosen zu plätten? Nicht schlecht. Entschuldigung. Wir haben es geschafft, Leute. Das hätte ich nicht erwartet. Wir haben es geschafft. Coole Sache. Definitiv coole Sache. Das war eine geile Challenge. Die hat mir gefallen. Das hat Spaß gemacht. Die Schlange des Südens. So heißt die Challenge, die sich einfallen lassen hat. Skingrad 52. Ja, wir kämpfen in der Defensive mit etwas weniger Leuten, als der Gegner halt hat. Aber wir haben dafür ziemlich viele Schützen. Das könnte uns den Arsch retten. Wir gehen es auf jeden Fall an. Vielleicht kriegen wir ja einen Sieg hier raus. Oh, Hilfe. Für dich. Ich kämpfe auch mal wieder mit dem Staphros hier. Passt irgendwie ganz gut. Wir kämpfen ja als Rodox. Kann ich hier den Schützen noch ein bisschen mit zur Seite stehen? Ich bin halt nicht so ein ganz guter Schütze, wie man sieht. Autschen! Lassen Sie mich! Mann, ich will was treffen! Ich will helfen! Ah. Muss mich erst noch einballern hier. Ah, das war jetzt wieder viel zu hoch. Hört auf zu feuern. So, habe ich endlich mal was gekillt. Yeah, Level up. Bitteschön. Für dich. Ja, das Gute ist natürlich, die Sultanaten haben zwar auch ein paar Schützen, aber viele der Sultanatschützen sind halt eben in Wirklichkeit Werfer. Und die müssen noch ein ganzes Stück näher ran, um überhaupt angreifen zu können. Was bedeutet, bis die wirklich was machen können, sind die meisten schon weg. So, ich habe nur ganz vergessen, ein bisschen hier ein auf Format zu machen. Ich glaube, ich brauche mich gar nicht groß formieren. Ich würde denken, die besten Chancen haben wir, wenn wir so bleiben, wie wir sind. Zonk. Ey. Oh, du bist schon mal hier, oder was? Ja, kommt. So, wie sieht's hier aus? Hier sieht's komisch aus. Zonk. Nicht auf mich, bitte. Boah, das hätte mich voll getroffen, wäre ich jetzt nicht weggegangen. Ich habe nur aus dem Augenwinkel gesehen, dass der Arsch auf mich trifft. Und habe mir gedacht, ich gehe mal lieber einen Schritt zur Seite. Oh, ein toter Armbrustlümmel. Ich brauche Bolzen. Dankeschön. Wen haben wir denn da hinten noch? Irgendwelche Schützen, da habe ich einen weggesemmelt von.
Hey, nicht zur Seite gehen. Das ist unfair. Ich will doch treffen. Guten Tag. Tag. Boah, das war voll daneben. Immer schön auf die Köpfe zielen. Das mögen die nämlich nicht. Die haben nicht gerne Bolzen am Kopf. Da haben die Aua von. Klingt unlogisch, ist aber so. Die Lümmel hier müssen wir auch mit ausschalten. Mal schön drauf. So. Freunde, die Burg gehört auch weiterhin uns. Und ich habe ganz schön losgelegt. 19 Leute habe ich gekillt. Ich habe gerade mal 16 verloren. Da sieht man mal, die Rodok-Schützen, die sind wirklich nicht zu unterschätzen. Schöne Sache, schöne Sache. Svadien in Bedrängnis. So heißt die nächste Schlacht. Wir kämpfen gegen unsere Erzfeinde, die Rodoks, die keinerlei Reiter haben, dafür 50-50 Schützen und Nahkämpfer. Wir haben ein paar weniger Truppen, wir haben dafür aber auch 20% Reiter mit am Start. Auch ein paar Schützen und natürlich Nahkämpfer. Ich denke, das ist zu machen. Wir probieren's. Simon Roth hat sich das Ganze übrigens einfallen lassen. Ich weiß nicht, ob das hier so klar herausgestochen kam, dass das den seine Sache war. Ich glaube, das habe ich vergessen zu erwähnen. Svadien im Bedrängnis hatte ich ja erwähnt. So, die Infanterie zieht sich erstmal zurück, sollen die Reiter erst einmal ein bisschen Spaß haben. Oder sollten wir die Infanterie doch mit in die Waagschale werfen? Ich probiere es mal. Und die Schützen bitte hierhin. Oder noch besser hierhin. Und dann auch schön aneinander rücken hier. Gut, vorwärts. Oh, Schützen. Krieg dich. Au! Lässt du das wohl bleiben, du Hund? Zu viele Rodok-Schützen, ich hätte Angst. So, die Infanterie ist mit am Start. Die Schützen rücken gerade an. Meine Reiter wurden wohl schon aufs Korn genommen, so wie ich es mitgekriegt habe. Das ist nicht gut, wir verlieren. Verdammte Rodoks. So ein Mist. So tut doch was. Ich will doch gar nicht verlieren. Aber ich werde verlieren. Das sind ja viel zu viele. Wie soll ich die alle noch plätten? Au. Autsch. Los, Pferd. In den Kampf. Aber ich hab's probiert, immerhin. Na gut, wir haben ja auch einige getötet, aber haben halt mehr verloren. Schade! Also diese defensive Belagerung, die sollten wir doch eigentlich schon so gut wie gewonnen haben. Ich muss mich allerdings ein bisschen aus der Schlacht raushalten, denn ich habe einen schwachen Charakter. Einfallen lassen hat sich das Mattis Trevor, in Klammern Trevor LP. Und er hat das genannt, die letzte Nordlinie. Also ich denke eigentlich, die Sache haben wir sicher. Sollte gar kein größeres Problem werden. Die
ganze Infanterie, die bleibt mal hier unten. Während die Schützen ein bisschen Spaß haben dürfen. Kann ich hier irgendwie ein bisschen Spaß haben, indem ich meine Messer werf? Vielleicht treffe ich ja irgendwas durch Zufall. Soll ja wehtun, so ein Messer im Hals. Wo sind die runtergekommen? Aua, ihr müsst ja nicht gleich auf mich feuern. Der Feind hat eigentlich gar keine Chance groß gegen uns. Wir haben ja auch so viele Schützen wieder mit am Start. Boah, das wäre was, wenn ich den Bogen haben dürfte. Darf ich aber nicht. Schade. Los, ihr Nordschützen, ihr schafft das. Eliminiert den Feind. Lasst die Pfeile fliegen. Und wir nehmen die ja schon aufs Korn, bevor die überhaupt den Turm an der Mauer haben. Also große Chancen haben sie nicht. Das können sie sich schon mal denken hier, würde ich sagen. Los, ihr feuert weiter. Macht sie platt. So, meine Nahkämpfer sind bereit für den Fall der Fälle. Aber meine Schützen ziehe ich mal noch nicht zurück. Die sollen ruhig noch ein bisschen Schaden verursachen bei den Gegnern. Los Leute, da ist einer, der hat kein Schild mehr, den müsst ihr jetzt mal plätten oder was? Gut so. Da stehen auch welche ohne Schild rum, das ist schön. Gut, Leute, an alle Schützen ergeht der Befehl, hier hinten sich zu formieren, ja? Weil der Feind rückt näher, bald ist er da, ich will jetzt hier vorbereitet sein, also hör mal. Ihr könnt ja noch ein bisschen weiter feuern, wenn ihr was im Ziel habt, aber ansonsten habt ihr euch jetzt hier hinten zu formieren, weil das mein Befehl war. So. Und ihr solltet euch damit ein bisschen beeilen, weil der Turm ist gleich da. Um genau zu sein, ist er jetzt da. Also los jetzt, oder was? Infanterie bereithalten für meine Befehle. Und zum Angriff. Schickt sie zu mir, ich will irgendwas töten. Ich kann nichts töten. Ich bin zu langsam. Ich hätte meine Messer nicht verschwenden sollen, die könnte ich jetzt hier gut gebrauchen. Kommt schon, ich will auch was abhaben. Los, Bogenschützen, immer schön rein. Rein in die Masse. Das freut die. Und das war's. Hervorragend gemeistert, hervorragend gemeistert. Schön ist das, schön ist das. Ich habe zwar keinen gekillt, aber das war ja mal ein phänomenaler Sieg, ey. Und schon wieder neigt sich ein Challenge-Video dem Ende. Doch eine kleine Challenge habe ich noch für euch. Peter wird gekillt. So heißt die Challenge, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich gekillt werde, denn es sieht eigentlich ganz hübsch aus. Einfallen lassen hat sich das Niklas Wiese. Und da würde ich sagen, geht's mal los mit der kleinen Reiterschlacht hier.
Ich spiele hier als Schütze. Naja gut, ich habe keine besonders guten Reiter, das muss man sagen. Aber trotzdem, ich gebe mein Bestes. Vorwärts. Entschuldigung. Geht mal bitte aus dem Weg. Ich glaube, ich werde doch gekillt. Ah, ist gut. Hab was getötet. Ich bin stolz auf mich. Noch stolzer wäre ich, wenn ich wirklich mal was treffen könnte. Ist ja gut. Lass die Glatzköpfige in Ruhe. Okay, ich werde doch gekillt. Aber... Aber es war trotzdem eine lustige Sache. So, habe ich was getötet? Ja, einen hatte ich getötet. Oh, zieht euch das mal rein. Da sieht man mal, wie heftig die Ritter der Swaden sind. Naja, danke jedenfalls fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.